Wie es aussieht, ist Mercer noch auf der Flucht. Also sei vorsichtig, okay? Er könnte überall sein. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Speed Heat. Wir machen heute weiter mit einer kleinen Karriere. Die Frage heute geht mal wieder in die Nacht, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben wir noch überhaupt irgendwelche Rennen, die wir noch gar nicht gefahren haben? Scheinbar gerade nicht. Okay, ich dachte, wir können jetzt ein bisschen in der Nacht düsen. Wir nehmen dann immer halt als ältere Rennen mit. Who cares? Weil ich brauche die Punkte. Wir wollen ja immer mal Level 50 erreichen. Jo, wir haben Mercer. Naja, zumindest die Wagen. Wir sollten uns treffen. Hey, alles klar? Hör zu. Tagsüber finden wir keine Herausforderungen mehr. Triff dich mit mir, wenn du mehr wissen willst. So, dann gehen wir heute rein auf jeden Fall. Müssen wir halt leider heute mal ein bisschen älter reinfahren. Es war eigentlich jetzt nicht geplant, mit dem Auto zu fahren. Oh, da muss ich es doch jetzt abbrechen. Dann muss ich jetzt doch abbrechen. Super. So, dann heißt es, gehen wir wieder in die Garage, damit wir das Auto noch mal wechseln können. So, dann gehen wir noch mal rein in die Garage, weil wir sind das Auto wieder. Nicht mal du kannst jede Nacht glänzen. Ich glaube, das gemacht. Nicht mal 20 oder 220 Reputationspunkte. Ja, geil. Immerhin etwas. Wie es aussieht, ist Mercer noch auf der Flucht. Also sei vorsichtig, okay? Ja. Er könnte ja überall sein. So, dann also noch mal rein. Queen. Lass mal. Also nochmal. Also jetzt haben wir auch das richtige Auto, jetzt probieren wir es einfach nochmal. So, auf geht's.
Er ist schon wieder im Kopf. Was sagst du? Wieso müssen wir erstmal hinterherkommen, mein Freund? Wir fahren jetzt eh wieder erst wieder ein bisschen nach drin, weil wie gesagt, wir wollen ja irgendwann mal Level 50 haben, ne? Das haben wir fast klar. In dem Moment kommt natürlich die Scheißkarre von vorne. Das ist so ein Rundkurs, wenn sich gerade. Naja, immerhin. Okay. Die Linie war ein bisschen verwirrend. Ah, die Kopf haben sie momentan ihre kleinen Schwierigkeiten hinterher zu kommen. Ich mache jetzt Jagd auf dich. Das war schon. Den Kopf haben wir jetzt ja gerade nicht, ne? Weil ja, sind schon. Das ist das Ende des Feldes. Du glaubst, du bist schnell? Da liegst du falsch. Wisst ihr was? Wir kriegen eine zweite Chance, auf die Zielperson von vorhin zu schnappen. Wir haben die Verfolgung von vorhin wieder aufgenommen. Und diesmal bringen wir sie auch zu Ende. So, beendet haben wir das Ding.
Das war mir fast klar, dass natürlich noch ein Auto kommt. Ausgerüstete Verfolgungseinheit ist jetzt vor Ort. Und tut ja nicht so, als wären sie nicht beeindruckt. Ich muss gerade gucken, ob wir hier einen Sprung drin haben noch. Weil. Ah, hier. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich unser Zielfahrzeug gefunden habe. Glück gehabt. So nah an der Spitze müssen wir clever fahren. Zieh dein Ding weiter durch. Viel Geld haben wir jetzt noch nicht gewinnen, aber hey, es ging um die Reportationspunkte. Die haben wir, glaube ich, über 60.000, ja, Level 3. So, gerade. Level 33, meine Freunde. Nochmal so ein Ding, war Level 34, ja, das... Ich weiß, hier ist es nicht so gemütlich wie in der Werkstatt, aber mach's dir trotzdem bequem. Gut, in der nächsten Folge machen wir dann weiter.